Ja, willkommen beim Bundesliga Manager Professional. Ich habe mir gedacht, okay, eins der ersten Retro-Games, die wir ausprobieren, jo, das ist der Bundesliga Manager Professional. Den ersten Teil fand ich nicht ganz so toll, den dritten, also Hattrick. Schauen wir mal, ob ich den auch spielen werde. Angespitzt durch zwei YouTuber, die ich mittlerweile sehr gerne verfolge, habe ich mir gedacht, okay, ich versuche das jetzt auch mal. Jo, dann gebe ich mir einen Namen. Sehr kreativ. Und ich suche mir jetzt eine Mannschaft aus. Nein, will genau die haben. Ach, die Köpfe mag ich nicht. Das ist so das, was ich mag. Gucken wir mal. Auch ich möchte 5 ausprobieren. Übermenschlich und Strohmann haben das ja auch vorgemacht in ihrer Challenge. Ich denke mal. Wir leben die Herausforderung, gucken uns mal an, was wir im DFB-Pokal bekommen, ne? Gucken uns die Auslösung an. Ob ich gleich sagen kann, erste Runde wiedersehen oder vielleicht doch eine Chance auf eine zweite Runde habe. Doch ist nichts zu sehen vor Dortmund. Da sind wir. Und wir spielen gegen Homburg. Ja, ich glaube, das hat sich dann erledigt. Der Rest mache ich mal ein bisschen schneller. Ja, gut. 26.8. Schauen wir mal. Der Rest ist eher uninteressant. So, erste Liga interessiert uns nicht. Die zweite Liga interessiert uns nicht. Halbzeit brauche ich nicht, Zeitung brauche ich nicht, Spielgeschwindigkeit hätte ich gerne schnell. Torsien brauche ich nicht, Europapokal, Nachholspieler. Gut. Haben wir. So, als allererstes gehe ich immer in die Verträge. So viel habe ich noch von damals auch behalten. Guck mir hier so die Spielercharaktere an, die ich hier habe. Teddy de Beer hat einen Zweijahresvertrag, ist 31. Ich gehe davon aus, dass ich den spätestens mit 32 verkaufen werde. Das heißt, im Klartext, der kriegt keinen neuen Vertrag. So, Klos ist 19, hat auch eine viel höhere Stärke. Da fange ich an, direkt zu sagen, komm, nein. So. Nimmt er an. Was haben wir hier? Helmer, Jupp. Ist auch in Ordnung. So, Karl kriegt kein neues Angebot. Gutowski, ja, der kriegt ein Angebot. Komm schon. Ja, meine Tastatur möchte auch nicht immer so, wie ich das gerne hätte. Aber andere Spieler können das hier leider auch. So. Der Breitzke. Ja, die Jungs werden lange gebunden. Vor allem preislich. Ja, hoffen ja uns, dass wir uns ein bisschen besser schlagen, als ich es früher mal getan habe. Und nicht gleich wieder in der dritten Liga bleiben für die nächsten Jahre, sondern gutes Geld verdienen, indem wir günstige Ausgaben haben, durch diese ganzen Geschichten hier, durch die Verträge. Und der Rest, ja, da muss man gucken. Der kriegt einen Dreijahresvertrag. Mel. Fair.
So, der Paulsen maximal ein Dreijahresvertrag, Wegmann 4 Jahre, Gutebred und Schabi. Ach ja, ich habe ihn sogar noch live spielen sehen, beziehungsweise ja, auch die Susi, also Michael Zorc. Gut, dann müssen wir den Einsatz noch ein bisschen erhöhen. Am Anfang dauert das immer ewig unter Dagi alles einzustellen. Das kann ich leider nicht hier. Das muss ich dann hier tun. So, auch das ist meine Lieblingsaufstellung. Ich guck mal eben, Linksfüße, Rechtsfüße, dass das einigermaßen passt. Na, das passt nicht ganz. Ja, Auto. Ausstellung. Gut, das haben wir auch. Und wir sollten uns die Werbeeinnahmen angucken. Momentan sieht das nicht ganz so rosig aus. Mal gucken, was wir kriegen. 69.000, 80.000. Ja, das nehme ich. Was habe ich hier? 27. Ach, das ist eigentlich eher alles Mumpitz. Aber ich brauche das Geld. 166 haben wir. Das sieht alles nicht ganz so rosig aus. So, wir haben die Bandenwerbung. Wir haben ich habe gelernt, das gibt's bessere Angebote. So, stärketechnisch sind wir ja Platz 13. Dann hoffen wir auch, dass wir da landen werden. Training machen wir ein bisschen besser, ausgeglichen. Die Energie muss nach oben. Ja, das heißt, wir müssen schauen. Ein kleines bisschen investiere ich auch in Jugendspieler. So, haben wir alles. Wir haben einen Stadionkomfort, den wir ausbauen. Das brauchen wir auch. So, wir haben ligatechnisch auswärts. Ja, dann bleibt mir nichts, was übrig zu sagen. Lass uns loslegen. Verträge sind gemacht, Aufstellung ist gemacht. Transfermarkt sehe ich momentan noch nicht. Da muss ich jetzt, möchte ich erst noch gucken. Und dann gehen wir los. Na, erst. Och ja, ist klar. Fängt ja gut an hier. Ja, ein Mittelfeldspieler gesperrt. So. Dann schauen wir mal da. So. Das wird unsere erste Niederlage. Unsere erste Niederlage. Können wir mitleben, müssen wir mitleben. So, neuer Monat. Gibt es irgendwas, was man haben möchte, was man sehen möchte? Nö. Das Geld ist abgebucht. Ja. So, dann müssen wir schauen. Nächster Spieltag. Wo geht's gegen? Ja, wir spielen gegen Rot-Weiß Essen. Sollten wir eigentlich besser hinkriegen. Auch wenn es mir nicht gefällt, aber wir sind momentan noch zu schwach, soll heißen, ich spiele jetzt 4-4-2. Werde mich darauf mal konzentrieren, auf eine und schauen, ob wir da schaffen, weiterzukommen. Oder auch besser mitzufahren. Also erstmal defensiv auftreten. So, 1-1 zu 0. Hurra, die ersten 2 Punkte sind eingefahren. Dann schauen wir mal. Okay, es geht gegen Werl. Ja, lass mal laufen. Gut. Chappi, das gefällt mir.
Ausgleich gefällt mir nicht. Aber ich auch ist ja Zeit, noch kann Dortmund. Doch, hätte doch mal was machen können. Aber ein Punkt ist ein Punkt. Wieder spielfrei. So, jetzt geht es gegen Worms. Die sind sehr gut. Da möchte ich dann auch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Zwischendurch auch mal hier reingucken. Eigentlich ist das ein Witz. Aber gut. Dann schauen wir mal. Du sie versetzt. Ach, muss Lusch das machen. Dann schauen wir weiter. Also, Ziel ist ganz klar definiert, dass wir in der Liga bleiben, dass wir uns weiterentwickeln, Spieler entwickeln und dann ab der nächsten Saison Richtung oben, Richtung Aufstieg denken. Gut. Paulsen hat sich verletzt. Aber noch haben wir ja genug Spieler, um das Ganze auszugleichen. Ach ja, ich lasse einfach laufen, weil viel kann man sowieso nicht machen. Wenn man auswärts spielt, schauen wir mal. Das war ein sehr schwieriges Spiel in zwei Akten, 0-0. Und ihr da wieder ein Pünktchen. Okay, jetzt DFB-Pokal und danach spielen wir gegen Pforzheim. DFB-Pokal würde ich sogar den Preis lassen. Und dann schauen wir mal. 12.000 hätte man vielleicht auch höher gehen können. Ausverkauft das Haus. Und der nächste Verletzte. Abwehr. Na gut. Hey, unsere zweite Chance. Die haben zwei Chancen, machen zwei Tore. So. Ja, das war's. Das war der Auftritt im DFB-Pokal. Nein, den brauche ich nicht mehr. Dann kann ich den auch ausschalten. Ich sehe das ähnlich. So, unser Steinkomfort ist fertig. Vielleicht kriegen wir jetzt auch mal andere Angebote. Ja, dann machen wir hier ein Jahr. 2 Jahre. So. Und jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir den Preis wieder runterkriegen. 12 Euro. 12 Mark natürlich. Wir spielen gegen den ersten Platz. Da gehe ich dann doch mal wieder auf 13 hoch. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von täglich die Preise zu ändern. Schauen wir, was wir hinkriegen. Es geht schließlich um den ersten. Euch Jungs. Gut, unentschieden. Und jetzt, Kinders, ganz ruhig weiterspielen. Und der nächste Verletzte, das fängt ja gut an. Homberg darf rein. Das sah am Anfang so gut aus. Chancen hatten wir auch. Aber soll nicht sein. Gut. Wir tummeln jetzt auf Platz 14 herum. Nach 6 Spielen. Ist hier noch nichts aussagend, wenn wir ehrlich sind. Ist
So, dann gucke ich mir das Ganze hier mal an. Schienbeinbruch wird länger ausfallen, Innenbandabriss, auch, das wird auch länger dauern. Und Leistenbruch dauert auch ewig und 3 Tage. Super. So, Energie ist da. Torabwehr funktioniert. So, gegen wen spielen wir denn? Remscheid. Jetzt gegen den Zweitplatzierten. Klar, erste Chance, Tor. Erste Minute. Um ganz klar zu machen, ihr habt hier nichts zu sagen. 2 zu 0. 3-0. Drei Chancen, drei Tore. Das nennt man Effizienz. Dortmund hat eine Chance. Kein Tor. Ich glaube, am Anfang des Spiels muss man sich da immer irgendwo dran gewöhnen, dass man verliert. 5-0 ist natürlich eine Klatsche. Jetzt sind wir 17. Da habe ich uns eigentlich nicht gesehen. Wir spielen jetzt gegen den 6. Ich sehe uns auch stärketechnisch nicht unbedingt da. Also, wir spielen zu Hause. Preis geht mal auf 12 D-Mark runter. Schauen wir mal, was passiert. 9.000, also 100.000 irgendwo reingespielt. Wolfsburg führt. Karl hat eine rote Karte. Na, kommen wir noch mal ran. Hoffnung stirbt zuletzt. Kommt, Jungs. Puff. Das war eindeutig. So, 9. Spieltag. Wir gegen den jetzt den 1. Ja, 220.000. Das kann man sich wahrscheinlich noch gar nicht leisten. Na gut, lass mal spielen. Top. Neues Spiel, neues Glück. Nein. Da haben wir lange durchgehalten. So langsam müssen wir mal hier ein paar Punkte machen. Spielfrei. Ganz klar, Punkte machen. Vielleicht jetzt gegen den Chemnitz. Preis sollte ich vielleicht auch nochmal runtersetzen. Bin dann doch ein bisschen zu schlecht dafür. Och, kommt, Jungs. Wir hatten aber wenigstens zwei Chancen. Aber wieder keinen Punkt gemacht und wir sollten wenigstens mal einen Punkt machen, um wenigstens so auf Platz 16, 17 zu kommen. Jetzt geht's zu Preußen. Da sind wir etwas stärker. Genau gesagt, einen Punkt. Es war noch keine Abrechnung, das heißt im Klartext, ich kann, hab Geld, kann mir die Schweißbälle leisten. Upsala, und dann wollen wir gucken, ob das was gebracht hat. Wir haben einen Punkt. Hurra.
Wir gucken. Jetzt geht's gegen Arminia Bielefeld. Wir haben gesehen, 12 Euro, 12 Mark sind zu viel. Schauen wir mal. Wegmann. Aber kann ja noch viel passieren. Ich drücke unseren Dortmund, kommt Dortmund. Schön. Einen Sieg. Vor allem so wichtig gegen Arminia Bielefeld. Denn wir haben uns endlich jetzt noch zwei, drei, vier Pünktchen. Jetzt werden wir kämpfen müssen. Oh, Muskelfaser ist. Sup. Ja. Hatte erst gedacht, vielleicht ein, zwei Spiele zu verkaufen, aber bei der Verletzungs ist das ganz gut so, dass wir es nicht tun. So. Jetzt gegen Baunatal. Auch das Baunatal oder gegen das Baunatal sollten wir gewinnen. Theoretisch. Nicht eine Chance. Na, kommen wir noch ran? Schaffen wir noch den Punkt? Noch einen Ausgleich? Komm, 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 komm. Oh, nein, natürlich nicht. Wäre auch zu viel verlangt gewesen, ne? Jetzt geht's gegen Dennis, DSV Havelse. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ach, Kenners. Wir spielen gegen den letzten 1:1. Ja, gut, wenigstens einen Punkt. Wir sind jetzt gegen den 12. Und auch das Spiel geht verloren. Und tabellentechnisch bleiben wir auf dem 17., haben aber jetzt schon 4 Punkte Absprung, 4 Punkte Abstand. Unsere Tordifferenz sagt, reden wir nicht drüber. Also so schlechten Start habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Schauen wir mal. Drei Chancen, drei Tore, wir nicht eine. Also so, Kinders, wird der Klassenerhalt nix. Vielleicht muss ich dann doch mal Geld aufnehmen, um Spieler zu kaufen. Die vielleicht auch mal Tore schießen. Ja. Okay, das. Wir brauchen Punkte. Schauen wir mal. Gut. Und jetzt, Kinders, schön. Wir haben mal einen Sieg. Das hat uns ganz wichtige Punkte gebracht.
aber noch immer Schweißperlen auf der Stirn. Gegen Brandenburg. Ja, Nachholspiel. Gut. Wir haben Spiel frei, DFB-Pokal. Wir haben Spiel frei, Europapokal. Und schon ist der November fast gelaufen. Jetzt geht es gegen Kaltas Jena. Da müssen wir gucken, wie das Spiel läuft. Ob wir den Punkt hinkriegen. Schönes Tor von Wegmann. Qualle holt sich die rote Karte. Ich lasse weiterspielen. Kutschowski macht das 2-0. Gut, bitte das 3-0. Schulz das 4-0. Das sind mal schöne Tore gewesen und auch Punkte. Jetzt haben wir unser Nachholspiel. Wie sieht es mannschaftstechnisch aus? Na, so langsam kommen sie wieder. Dann schauen wir uns mal das Nachholspiel gegen Brandenburg an. Mit der Hoffnung, nicht mein Stürmer. Ach komm, Chappi ins Spiel. Und natürlich machen die Brandenburger das 1-0. Okay. Das ist alles toll. Zwei Verletzte wieder. Nope. Dann sind wir mit dem ersten Teil soweit auch durch. Tabellentechnisch sieht es sehr schlecht aus. Gucken wir im zweiten Teil uns an, wie das hier weitergeht. Ob wir das schaffen können. Wie sieht die Winterpause aus? Und wie sieht der Rest aus? Dann bis zu Teil 2.